Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit bei Let's Play zu Empire Earth. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier und haben uns hier tatsächlich schon einen Verbündeten besorgt. Die USCN hier oben, die sind unsere Verbündeten. Und die unterstützen uns jetzt im Kampf hier gegen die anderen. Gegen die anderen Gegner. Ah, perfekt machst du das. Sehr gut. Das ist gut. Dass wir da jetzt Verbündeten kriegen, ey. Wunderbar. So, was ist das da schon wieder? Das sind schon wieder hier die Ares-Roboter. Jo. Alles klar. Keine Chance habt ihr da. So. So, wunderbar. Jo. Pandora 2-Roboter. Genau. Gut, Freunde. Guckt mal hier. Der hilft uns jetzt. Guckt euch das an. Der hilft uns jetzt hier. Ach, endlich mal nützliche Verbündete hier. Ohne Witz. Nützliche Verbündete. Und das alles nur, da wir diesen Cyborg-Ninja bekommen haben hier. In unserer Kaserne. Was ist das denn hier? Was ist denn hier kaputt gegangen? Was zur Hölle nochmal? Ja, geht mal angreifen, kommt. Geht mal angreifen. Cool. Und ja, wie gesagt, dann freut mich, dass ihr wieder dabei seid hier bei Empire Earth. Bei der ersten Folge, die hoffentlich mal ein bisschen entspannter wird. Wir werden sehen. Wir werden hier tatsächlich sehen. Genau, wir haben hier die Wachmänner zur Verfügung. Es sind tatsächlich Roboter. Aber als Infanterieeinheit. So, und dann können wir jetzt hier tatsächlich auch Panzer bauen. Ja. Können wir hier diese Dünenpatrouille bauen. Und das, die verbesserte Bergbaueinheit. Die soll ja gar nicht so schlecht sein. Alles klar. Gut, Freunde. Ich glaube, wir haben jetzt mal ein bisschen Ruhe. So, das war jetzt hier wirklich Furie, Sturm. Hä? Aber wartet mal, konnten wir nicht eben... Egal. Ich hinterfrag das einfach mal nicht. Panzerabwehrbeschütze, bitte. Und ja, dann mach mal bitte ein Tor hier hin. Mach das auf. Genau, auf. Und dann haben wir tatsächlich Ruhe. Jawohl, Freunde. Und wir haben Fortschritt in dieser Mission. Alles klar. Ja, das ist okay. Das kann er jetzt versuchen. da haben wir ja genug gegen. Ah, guckt euch das mal an. Die sind verdammt schnell, die Dinger. 28, ja. So, dann vermisse ich gerade noch unseren Helden. Hier ist er. Der Khan Sundo, genau, Freunde. Alles klar. Nein, aber... Wartet mal. Mach dir kaputt. So. Wir bauen hier gerade so ziemlich unsere Einheiten auf. Das ist cool. Khan Sundo, mach mal bitte einen Schlachtruf. So. Alles klar. Cool, wir haben hier unsere Bergbaueinheiten. Jawohl, Freunde. Sehr gut. Und kaputt machen den Scheiß. So. Kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen. Einfach nur kaputt machen. So, das kann doch nicht so schwer sein. Die sind auch so schnell, ne? 13, die sind auch so flott. Auch 20er Geschwindigkeit. Ja, das gefällt mir. Das ist sehr gut. Alles klar. Was versucht der denn da? Okay, Freunde. Dann würde ich sagen, gehst als nächstes dem Blauen an den Kragen. Weil der Blaue, der nervt auch ziemlich. Weil das hier oben, das werde ich nicht machen. Weil... brauchen wir nicht, würde ich sagen. Gut, ja, ihr könntet aber auch mal helfen. Anstatt die Gegner hier reinzulassen, oder? Ihr könntet auch mal helfen, aber gut. Ist halt die Logik von der KI hier, ja. Du gehst mal bitte nicht wieder an die Front, sondern hier stehen bleiben. So. Alles klar. Dann, was macht denn die Panzerabwehr hier draußen? Ja, danke für nichts. Toll. Ah, gut. Bauen wir noch mehr Flak hier auf. So. Jo, das passt. Das passt. Wunderbar. So.
Das heißt, wir können hier tatsächlich an den Angriff denken. Jawohl, Freunde, sehr gut. Das heißt, ihr könnt euch mal hier vorne sammeln. Hey, Sturmroboter. Resonator und Antimateriesturm. Ah. Genau, Freunde, diese Sturmroboter sind tatsächlich Einheiten, die haben eine Fähigkeit. Und zwar den Antimateriesturm. Antimateriesturm ist gegen Cyborgs tatsächlich sehr hilfreich. Aber nun gut. Kümmern wir uns jetzt mal um die Blauen, weil die Blauen hier, die nerven tatsächlich. Die müssten ja hier irgendwo sein, ne? Wartet mal. Der Blaue müsste hier irgendwo sein, ja? Alles klar, dann greifen wir mal an. Cool. Ach, guck mal! Nin. Die können hier über ein Gebirge fahren. Ja, das ist natürlich krass. Okay. So, Verbündeter. Helf uns mal bitte. Das werden sie allein schaffen müssen. Ja, du bist aber auch einer, ey. Alles klar. Dann. So, dann mach mal diesen Antimateriesturm. Ah, kann ich gar nicht. Okay, verdammt. Ja, alles klar. Aber hey. Passt schon so. Antimateriesturm, hallo? So. Du machst bitte mal einen Antimateriesturm, genau. Und das Ding. Das Ding macht jetzt alles kaputt, was hier an Robotern rumläuft. Genau. Und ich würde sagen, wir schießen uns jetzt hier durch. Kommt. Wir schießen uns jetzt einfach hier durch. So. Alles klar, schießt da einfach ein Loch rein. Und dann haben wir hier tatsächlich Fortschritt. Die kleine Furie, ja. Und alle rein hier. So, alle rein. Und auf diese Furie da. So, alles klar. Wir sollten aber auch darauf achten, dass wir hier die Militärgebäude von ihm nicht kaputt machen. Weil dann kann er uns besser unterstützen später. Da haben wir ihn tatsächlich schon überrannt. Das ist krass gerade, Freunde. Das ist gerade echt krass. So. Gut. Jo, mach die Bürger platt. Sehr gut. Alles klar, und dann könnt ihr wieder hier raus. Dann bauen wir mal... Was ist das da schon wieder? Panzer. Alles klar. Ah, das ist doch... Das ist so viel einfacher, ne? Was ist denn das hier? Ein Bunker? Da ist ein Bunker. Warum ist da ein Bunker? Ja, okay. Dann ist da halt ein Bunker. Gut. Dann... Ich brauche Ninjas. Damit wir uns jetzt den Blauen unter den Nagel reißen können. Jawohl, Freunde. Und, genau... Dann haben wir jetzt hier schön viel Fortschritt in dieser Mission. Jo, alles klar. So. Wir haben richtig schönen Fortschritt. Und schaut euch mal die Einheiten an. Das sieht cool aus. So, und die hier. Die sehen auch cool aus. Ich erinnere mich irgendwie an die Trikes aus Dune 2000. Genau, macht die kaputt. Sehr schön, Freunde. Alles klar. Ja, komm. Das macht nichts. Das macht nichts mehr, tatsächlich. Wir haben hier vorgesorgt. Cool. Der rennt da mit seinen Soldaten rum. Und der Widerstand formiert sich gegen die Erdregierung. Weil das ist ja hier das Missionsziel, ne? Die Erdregierung. Dass wir die stürzen. Und vom Mars wegkicken. Und, genau. Wartet mal, machen wir hier mal ein Tor hin, bitte. Und aufmachen, und damit wir hier schneller rauskommen. So. Du wirst der Geist in der Maschine sein? Ihr seid richtig geile Frauen, seid ihr. So, macht das mal, damit ihr mal ein bisschen mehr aushaltet hier. So, Freunde, dann können wir hier rein. So, alles klar. Shutsui, okay. Und
Jawohl. Ich hoffe, dass es euch gut geht soweit. Ach, guckt mal. Da ist Neu-Russland. Alles klar. Dann wissen wir auch, wo die Roten sind hier. Okay. Attentatsoftware online. Ihr seid cool. Ihr könnt uns nämlich Verbündete beschaffen. Jawohl. Oh Gott. Da kommt wieder Neu-Russland mit Hyperions. Ja, alles klar. Oh ja, lass die das mal machen. lass die mal machen. Ich glaube, wir tun gut daran, ans Kapitol zu gehen. Weil wir brauchen mehr und mehr Einheiten. Tatsächlich. So. Geht ihr mal bitte dahin. Ei. Genau. Ja, sehr gut. Es wurde zugeschrieben, sich uns anzuschließen. Jawohl. Alles klar. Sehr gut. Ist jetzt ein Verbündeter. Glückwunsch. So, was haben wir dann noch? Dann haben wir nur noch Neu-Russland, ne? Krass. Alles klar. Ich glaube, dann könnte diese Mission schneller vorbeigehen als gedacht. Wenn das jetzt tatsächlich alles ist, ja. So, Verbündete. Kommt bitte hierhin und helft. Ich fürchte, das werden sie allein schaffen müssen. Ich kann nicht helfen und mir fallen auch keine Ausreden mehr ein. Ja, ihr könnt nie helfen. Ah ne, das sind meine. Okay. Was ist das denn? Die haben auch Cyborg-Ninjas. Oha! Was ist das denn? Zeus 2. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen dir. So, Krieg gegen Neu-Russland. Grigor der Zweite. So, und weg damit. Komm. Wunderbar. So. So. Alles klar, weg damit. Sehr schön. So. Und kaputt machen den Scheiß. So, Freunde. Das heißt, wir können uns dann hier sammeln. Und dann gucken wir mal, ob wir das schon mit diesem Angriff hier hinkriegen. Hallo, was macht ihr da? Kommt doch einfach hier hin. Ja, ist doch gut. Oh, die halten aber nichts aus hier, muss ich sagen. Pandora 2. Alles klar, Freunde. Cool. Das heißt, ah, okay. Da steht ein Zeus 2. Der kann aber nicht schießen, was sehr gut ist. So, alles klar, dann. Genau. Genau, macht den Zeus 2 kaputt. Ihr seid nützliche Verbündete, auf jeden Fall. Sehr schön. Dankeschön. Wunderbar hier. So, jetzt geht's Neu-Russland an den Kragen. So, aber das brauchen wir doch alles gar nicht. Das brauchen wir doch alles gar nicht. Wir müssen... Ah, genau. Genau, sehr gut. Mit der Hilfe unserer Verbündeten schaffen wir das, Freunde. Großer Kriegsaufmarsch hier. Das macht Spaß. So. Einmal da drauf, genau. Genau. Bam. So. Macht den Laserturm kaputt. Ihr seid klasse. Ihr seid echt nützlich. So, jetzt müsste man halt nur wissen, wo das Kapitol ist. Aber das könnte man ja auf der Karte sehen, ne? Wartet mal. Ja, ganz oben, ne? Toll. Ja, aber passt. Passt. Kriegen wir hin, denke ich. Das schaffen wir schon, Freunde. Und dann haben wir hier tatsächlich, ja, fast die Mission geschafft. Hallo, bleibt ihr mal hinten? Was macht ihr denn? Bleibt jetzt mal bitte hier, Stellung halten. So. Wer baut denn da wieder nach? Ja gut, dann mach hier ein kleines Loch rein. Das dauert mir dann zu lange. Echt. Alles klar. Rein hier, los. Lass mich rein. Aufmachen. Gregor der Zweite, es ist jetzt vorbei mit dir. Ha. Da oben ist wieder so ein blöder Bürger da. Na gut. Da. Mach diese blöde Mauer kaputt.
Oh, einer ist reingekommen. Cool. Sehr schön. Das heißt, du kannst hier die Bürger kaputt machen. Aua. Ah, das ist jetzt ein Stellungskampf tatsächlich. Verdammt. Wegen diesem einen Bürger, da kann ich nichts gegen machen. Komm mal her, ich will hier rein. Ihr seid doch dumm. Ah, ihr kommt hier rein. Ja, das ist natürlich... Ihr könnt hier rein? Da kommen tatsächlich Einheiten als Verstärkung. Okay, wunderbar. Ah, sehr schön, ey. Richtig gut. So. Die Furie von denen, ey. Ah, ihr könnt aber hier rein. Wartet mal, fahrt einfach mal hier rein. Ah, ihr könnt hier rein. Okay. Sehr schön, Freunde. So, Zeus 2 kaputt machen, bitte. Die sind nämlich richtig krass. Das sind die stärksten Einheiten des Spiels, glaube ich. Außer den Atombombern. Oha, das reicht doch nicht mal. Ja, krass, okay. Gerade wegen diesen Zeus 2. Oh, kaputt machen die Kacke hier. So, los. Alle Bürger kaputt machen hier, so. Ja, Neu-Russland hat das meiste an Verteidigung. Das reicht tatsächlich nicht. Schade. Ah, guck mal hier. Ein Verbündeter kommt. Sehr gut. Alles klar. Ja, cool. Gut. Das heißt, dann können wir uns ja tatsächlich... ja. Ich weiß nicht, was es eigentlich mit diesen Raketenabwehrbatterien auf sich hat. Kein Plan. Ich werde einfach Panzer bauen, jede Wege. So, wie ein Command & Conquer. Oh. Hey, cool, mit Transporthubschraubern. Ja, sehr schön. So, helft mal. Dankeschön. Ihr macht einen guten Job, muss ich sagen. Boah, schaut euch das mal an hier. Cool, Freunde. Okay, das heißt, wir haben tatsächlich die Chance, in dieser Folge diese Mission abzuschließen. Was ich nicht für möglich gehalten hätte, dass ich das diese Woche schaffe. Aber es ist halt so. ja, passt. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier, das Empire Earth Let's Play. Wie wir jetzt hier tatsächlich in der vorletzten Mission fast fertig sind. Und genau, schaut euch mal dieses Kapitol an. Es sieht aus wie bei Star Wars, oder? Das müsst ihr ja wohl zugeben. Alles klar, so. Wir bauen unsere Panzer auf. Er kommt, das ist sehr gut. Er hilft uns. Der Braune, der hilft uns auch. Das ist top. Schaut euch das an. Und dann könnt ihr hier mal ein bisschen Stress gegen Neu-Russland verursachen. So. Hyperions, ja, genau. Die nervt. Das sind nämlich die, die mich am Anfang der Aufnahmesessions richtig genervt haben hier, ey. Diese dummen Hyperions. Ja, aber danke, dass ihr die schon abschwächt für mich hier. Das ist top. Das ist echt gut, was ihr hier macht. Alles klar. So, und der baut hier wieder sich hier ordentlich auf. Finde ich gut. Warum können wir eigentlich keine Schwebepanzer bauen? Das ist sehr schade, finde ich. Weil die Schwebepanzer sind wirklich eine geile Einheit. Aber passt schon, ich glaube... Wenn wir jetzt hier mit massig Panzern einfach ankommen, dann passt das, Freunde. So. Hier geht wieder was ab. Okay. Yo, der macht Bürger platt. Finde ich gut. Neu-Russland. Warum zieht ihr euch eigentlich zurück? Ihr sollt bitte hier hinkommen. Oi, was ist denn das für ein Gebäude hier? Schaut euch das mal an. Was soll denn das darstellen? Okay, wartet mal, können wir dich vielleicht irgendwie da durchsneaken? Ui! Jo, jetzt kommen die Hyperions hier an. Ja gut, okay, dann...
Was fällt dem ein, ey? Echt? Was fällt dem ein? Geht gar nicht hier. So. Mach den im Arsch. Zum Glück haben wir Verbündete. Ohne Scheiß. Ah, die sind so hilfreich, die Verbündeten. Ah, Gott sei Dank. Das heißt, jetzt wird es echt gemütlich. Schaut euch das mal an hier. Cool. Jawohl. Der Widerstand formiert sich. Sehr gut. Das war ein Weltraumgleiter. Habt ihr das gesehen? Ey, jawohl. Sehr schön. Jawohl hier. So. Mach die schön platt hier. Los. Das wäre aber schon hilfreich, wenn ihr die Flak kaputt machen würdet. Aber gut. Ah, hier hat er seine Einheiten versteckt. Sehr schöne Actionfolge hier. Richtig gut. So. Richtig gut. Alles klar. So, musste kurz mal mein Handy checken. Ihr macht einen guten Job. Ihr macht einen guten Job. So, wie viel Panzer haben wir hier mittlerweile? Oh ja. nicht ohne. Ach, ich würde so gerne Ares-Roboter bauen, aber... Naja. Geht halt leider nicht. Ja, keine Ahnung. So, in den Transporter. Ja, okay. Wir müssen einfach Neu-Russland noch runterwerfen. Das machen wir jetzt gleich auch noch. Krieger den Zweiten, ja. Da ist wieder die Endschlacht, ne? Ja, ja, guckt euch das an hier. Ihr macht das. Ihr macht das. Sehr schön, danke. Oh, ihr seid klasse, echt. Ihr seid cool. Oh, danke, 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 Leute. Ihr seid echt geil. Damit wir uns hier schön vorbereiten können für den finalen Schlag. Ich weiß halt nicht, diese Dünenpatrouille, die kenne ich halt nicht. Verbesserte Bergbaueinheit ist halt gegen Mannequin, aber diese Dünenpatrouille... kein Plan, wofür die sein soll, aber okay. So, Khan Son Du hat überlebt. Xin Hua auch. Alles klar. Oh. Oh, schau dir das an hier. Cool, cool, cool. So. Dann können wir nochmal auf den Gegner zurollen. Und ihr könnt bitte mithelfen hier oben. Ich bin gerade ziemlich abgebrannt. Tut mir leid, momentan sind alle Leitungen besetzt, aber wenn sie eine Nachricht hinterlassen möchten... Ihr helft doch sowieso, also was? Was soll denn da der... was soll denn da die Absage? Ihr helft doch sowieso. Ihr seid doch coole Verbündete, seid ihr doch. Guckt euch das an. Hier. Dankeschön. Ganz ehrlich. Ja, das weiß ich. Ei. So, Freunde. Bomber. Oh Gott, Atombomber. Ja, das kann mir jetzt noch zum Verhängnis werden. Ein Atombomber, tatsächlich. Das ist aber auch das Einzige. Guckt euch das mal an, der hat hier planetarische Jäger. Was ist denn mit dem los? Genau, ihr macht schön den Ares 2 da unten kaputt. Um Himmels Willen. Okay, geht einfach rein. Fahrt einfach rein. So. Fahrt einfach rein. Ja, lass den das machen. Fahrt einfach rein. Genau, lass den seine eigene Gebäude kaputt machen. Dankeschön. Schön, dass du so dumm bist. So, Kapitol bitte. So. Weg da. Sehr gut. So. Wunderbar, dann. Nein! Ach, du Penner. So, jetzt reicht's aber mit deinen scheiß Atombombern. Ohne Witz. Der mit seinen Kack-Atombombern. Okay. Ich spreng dein Flugfeld in die Luft.
Dankeschön. Sehr gut. So, alles klar. Dann haben wir aber relativ großen Schaden angerichtet. Oh, und währenddessen haben wir hier noch mehr Einheiten gekriegt. Finde ich gut. Brauchen wir ein paar Dünenpatrouillen. Die gehen nämlich auch schön schnell fertig hier. Dann brauchen wir wieder unsere Linias. Ich meine, Ressourcen haben wir ja genug, ne? Alles klar. Gut, dann könnt ihr mal bitte wieder hier Stress machen. So. Und genau, die Einheitenmassen hier. So, nichts mehr, nichts jetzt mehr jetzt mit russischen Atombombern. Gut. Dann könnt ihr nochmal nach vorne fahren. Oh, die Folge ist schon voll. Gut, Freunde, würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, unten in der Videobeschreibung befindet sich ja ein Link zu meinem Discord-Server. Ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.